widerlichen, schielenden Pferdearsch für rücksichtsloses Fahren fest. Aber Vati... Du, was ich dir sage, du Haufen fauler Affennüsse! Sheriff Buford, die Justice, bitte. Wer ist da? Hier spricht Bandit Darville, Dicker. Wo bist du, du verfluchter Massenmörder? Bevor ich Ihnen sage, wo ich bin, Sheriff, gibt's hier eine Sache, die ich Ihnen sagen will. Sie müssen einen Fuchs in der Familie haben, denn mich haben schon die Besten gejagt. Und, Junge, neben dir sehen sie alle aus, als würden sie in Zeitlupe fahren. Das wollte ich nur gesagt haben. Nun ja, vielen Dank, Mr. Bandit. Und als Ihr Verfolger muss ich Ihnen sagen, dass Sie wirklich der gottverdammteste Verfolgte sind, den ich je verfolgt habe. Und jetzt, wo das bescheuerte Gewäsch vorbei ist, wo bist du, du verfluchter Hurensohn? Ich bin direkt am Fuß des Berges, Sheriff. 1,82 groß mit Cowboyhut. Und neben mir habe ich einen Pygmäen, der genauso angezogen ist wie ich. Sie können mich nicht verfehlen. Das war's. Einen Moment noch. Warten Sie noch. Ich will Sie nicht anlügen, Sheriff. Sie sind ein guter Mann. Sehen Sie mal über Ihre linke Schulter. Uff. Wir sind unterwegs nach Boston und holen ein bisschen Muschelragout. Bye, bye, Baby. Wurzel, bitte nimm's mir nicht übel, hörst du? Das gibt niemals auf. Da kenne ich doch gar nichts. Ich fliege!